Ja, hallo YouTube, das sind die, ja, wie viel haben wir jetzt, glaube ich, schon? Ich glaube, das sind die sechsten J-News, also wir gehen ziemlich flott voran. Und zwar die heutigen Themen sind Wurst mit geflüchteten Bären bei UFO-Landung dabei. Ja, wer hat es nicht mitbekommen, die ganzen Social-Media-Plattformen oder auch noch dazu, wer den live gesehen, den Song Contest. Conchita Wurst hat gewonnen für Österreich. Es gibt ein paar negative Stimmen, dass das nicht alles passt, warum eine Frau, ein Mann als Frau verkleidet mit einem Bart und so weiter. Das kommt alles nicht gut zusammen. Aber ich glaube, die Botschaft ist gut rübergekommen für das Ganze. Österreich hat gewonnen nach 48 Jahren, nach Udo Jürgens mit Merci Cherie. Das war der letzte Sieg für Österreich. Und jetzt hat sie sich nackt abbilden lassen. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache und vor allem nicht jeder Frau's Sache. Und ja, wir schauen mal rüber zu den nächsten Themen. Ja, in Tirol ist der Bär los, und zwar ein Schweizer Bär, der kleine von der Familie Petz, der M25 mit seinem Namen, ist geflüchtet von der Schweiz nach Tirol, weil einfach dort der Honig viel besser ist. Also es erinnert mich ein bisschen an den Winnie Pooh. Ja, der zweijährige Bär ist dann nach Tirol geflüchtet, dass er den Honig alles abstauben kann von einem Imker. Hat nicht viel bekommen, ist dann auf einer öffentlichen Straße gelandet und es hat sehr viele Fotos gegeben, wie er auf der Straße herumläuft und so weiter. Könnte gefährlich sein, aber ich glaube, der Bär hat noch immer mehr Angst vor den ganzen Fahrzeugen und von den Menschen, und darum wird er auch wieder gut und sicher nach Hause gebracht worden sein. Und jetzt neue Folge von Akte X, und zwar UFO in Niederösterreich, Bezirk Gänsendorf, ist gelandet. Und das ist ein bisschen unheimlich, weil jetzt hat die Conchita Wurst gewonnen, den Song Contest, UFO-Landung. Also da sind ein paar Gemeinsamkeiten beisammen. Aber jetzt wurde herausgefunden, das schaut nur aus wie eine fliegende Untertasse, und zwar die 131 Tonnen schwere Plattform. Hat 26 Meter Durchmesser, das Ganze. Und zwar, es ist einfach nur das Fundament für ein stinknormales Windrad, was Strom erzeugt. Also hat nichts mit UFO zu tun, und jetzt ist leider der Beweis, Conchita Wurst ist kein Außerirdischer, ist nicht gelandet bei uns in Österreich, sondern sie hat den Song Contest gewonnen, und das war's. So, das waren jetzt die sechsten J-News, und ja, eigentlich gibt es immer viel zu erzählen. Gehen wir rüber auf die Endcard. Ja, auf der Seite drüben blende ich euch ein die letzten J-News und auf der anderen Seite drüben die letzten Tech-News. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben. Und solltet ihr sogar noch einen zweiten haben, würde ich mich sogar mit dem zweiten Daumen nach oben freuen. Und ja, wie immer, bitte abonnieren, schaut weiter meine Videos, damit es am Laufenden bleibt. Und ja, es war wieder wunderschön, ein Video gemacht zu haben für Sie, Team Lone Star. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.